kann ich im Jahr 2022 mit 63 Jahren in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Kann ich im Jahr 2022 mit Vollendung meines 63. Lebensjahres in Rente gehen und die Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nehmen? Ja, aber das gilt nur mit einer Einschränkung. Und zwar gilt das Jahr nur für die Geburtsjahrgänge ab dem 2.12.1958 bis einschließlich Geburtsjahrgang 1.12.1959. Sie müssen nur ab dem 2.12.1958 geboren sein und 35 Jahre Wartezeit nachweisen, dann können Sie zum 1. Januar 2022 in die Altersrente für langjährig Versicherte gehen oder diese in Anspruch nehmen und meinetwegen daneben auch noch arbeiten gehen oder was auch immer Sie dann tun wollen. Sie hätten dann aber grundsätzlich erstmal einen Abschlag von 10,8% auf die im Rentenbescheid festgestellte Summe aller Entgeltpunkte, die dann wiederum zu den sogenannten persönlichen Entgeltpunkten wird. Wenn Sie zum 1.12.1958 geboren wären, könnten Sie sogar schon ab dem 1.12.2021 die Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nehmen. Dann gelten die Beginnregelungen für diese Rente nach § 99 SGB 6. Das heißt also, wenn Sie es bis heute versäumt haben, den Rentenantrag zu stellen, können Sie noch spätestens mit Ablauf des 28. Februar 2022 den Rentenantrag rückwirkend zum 1.12.2021 stellen. Das sind genau diese drei Monate, Dezember, Januar, Februar. Stellen Sie aber Ihren Rentenantrag am 1. März 2022 für die Altersrente langjährig Versicherte, weil Sie zum 1.12.1958 geboren sind und wollten dann eigentlich zum 1.12.2021 in Rente gehen, dann wird es nichts mehr mit dem rückwirkenden Renten beginnen. Dann beginnt die Rente am 1.3.2022. Der Geburtsjahrgang 1.12.1959 kann noch zum 1.12.2022 dann mit 11,4% Abschlag in eine Altersrente für langjährig Versicherte gehen oder diese in Anspruch nehmen. Wer aber am 2.12.1959 geboren ist, kann erst ab dem 1.1.2023 dann auch wieder mit 11,4% Abschlag in Rente gehen. Damit ist klar, für das Jahr 2022 bei der Altersrente für langjährig Versicherte die Geburtsjahrgänge vom 2.12.58 bis einschließlich 1.12.59 haben, die im Jahr 2022 in diese Rente gehen können. Es müssen ab Beginn der Rente für langjährig Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, also Vollendung 63. Lebensjahr und 35 Jahre Wartezeit. Und die Wartezeit von 35 Jahren ist in § 51 Absatz 3 SGB 6 geregelt. In einem ganz simplen, einfachen Satz: Auf die Wartezeit von 35 Jahren werden alle Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten angerechnet. Und damit ist für Sie klar auch, dass de facto alle anerkannten rentenrechtlichen Zeiten bei den 35 Jahren auf die Wartezeit angerechnet werden. Das sind Anrechnungszeiten, das sind Schulausbildungszeiten, Fachschulzeiten, Hochschulzeiten, das sind Beitragszeiten, das sind Kalendermonate aus Versorgungsausgleich, Kalendermonate aus Entgeltpunkte für Zeiten versicherungsfreier Minijob, Zeiten der Antragspflichtversicherung, Ersatzzeiten, Arbeitslosengeld 1 Zeiten, Arbeitslosengeld 2 Zeiten, Arbeitslosenhilfezeiten, Krankengeld, Übergangsgeld, Verletztenkrankengeld und. Das wird alles bei den 35 Jahren Wartezeit angerechnet. Hingegen wir bei 45 Jahren Wartezeit deutlich weniger rentenrechtliche Zeiten haben, die anrechenbar sind. Wenn die 35 Jahre bei Rentenbeginn vorliegen, müssen Sie nur noch eins machen. Wie immer einen Rentenantrag stellen. Ohne Rentenantrag keine Altersrente. Mein Tipp: Fordern Sie, bevor Sie einen Rentenantrag stellen, von Ihrer Rentenversicherung eine aktuelle Rentenauskunft ab. Das können Sie online ohne Probleme tun. Und dann erfahren Sie aus dieser Rentenauskunft, ob Ihre 35 Jahre Wartezeit für einen Rentenbeginn für das Jahr 2022 vorliegen oder nicht. Näheres zu diesem Thema
Und wie Sie mit uns von Rentenbescheid 24 in Ihre Altersrente kommen, erfahren Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.